Wo soll ich anfangen zu schwärmen? Ich beginne vielleicht damit mal, dass ich, warum ich mich für das Taulo Resort entschieden habe. Und zwar war das bei mir eine relativ spontane Entscheidung, Ayurveda zu machen. Ich habe 3 Wochen Zeit aus Sri Lanka und dann wollte ich die 2 Wochen eine Panchakarma-Kur machen und ich habe mich so ein bisschen das Internet durchforstet nach verschiedenen Ayurveda-Angeboten. Und weshalb ich mich für das Taulo Resort entschieden habe, waren eigentlich 2 Gründe. Zum einen war es mir sehr wichtig, dass die Qualität des Arztes stimmt, also dass er kompetent und erfahren ist auf dem Gebiet des Ayurvedas. Und zum anderen hat mich hier sehr überzeugt, dass die Lebensmittel aus biologischem Anbau kommen und hier sehr auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Und das finde ich waren auf jeden Fall 2 große Punkte. Und ja, dann die Bilder auf der Homepage, das hat mich alles sehr angesprochen. Und als ich hier ankam, ja, wusste ich auch direkt, das war die richtige Entscheidung. Man wurde total herzlich empfangen von dem Personal und ja, das Hotel ist einfach total geschmackvoll eingerichtet. Der Garten ist wunderschön, es liegt direkt an einem See, wo man die Fischer beobachten kann, wo man Wasserbüffel sehen kann. Ja, überhaupt sind hier sehr viele Tiere, es gibt Pfauen, die hier langlaufen. Und ja, es ist einfach eine ganz tolle Anlage, auch picobello, sauber, was ich sehr schätze. Also man kann sich hier wirklich sehr wohl fühlen. Und ja, in den ersten Tagen hat man dann ein Gespräch mit dem Arzt und er bestimmt dann unter anderem den Konstitutionstyp und erstellt dann einen individuellen Behandlungsplan. Und dann geht es auch schon los mit den Massagen. Man hat mindestens 2 Stunden am Tag Massagen oder Bäder, wo man verwöhnt wird und ja, alles angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Und ja, es ist sehr professionell. Das Massageteam weiß immer genau, was zu tun ist. Da herrscht eine sehr gute Absprache mit dem Arzt und ja, überhaupt das Personal hier ist einfach ganz, ganz toll. Ich finde, das macht den Aufenthalt hier sehr besonders und schön, denn sie sind super aufmerksam und versuchen einem jeden Wunsch zu erfüllen und sind immer für einen da und beantworten jede Frage und das ist einfach ganz, ganz toll. Und es gab 2 Dinge, wo ich am Anfang dachte, die gegen dieses Resort sprachen. Das war einmal, dass es nicht am Meer liegt, an der Küste, und das zweite war, ja, dass ich dachte, 2 Wochen jetzt Ayurveda, wo ich nur 3 Wochen in Sri Lanka bin, dann sehe ich gar nicht so viel von Land und Leuten und Kultur. Und, aber das Team hier hat sich was Gutes überlegt, um diese Argumente zu entkräften. Und zwar werden hier regelmäßig Ausflüge angeboten. Wir waren zweimal eigentlich bei einem Tempel. Einmal konnten wir an einer buddhistischen Zeremonie teilnehmen und haben Meditation mit einem Mönch gemacht. Oder wir sind zu einem Markt gefahren oder wir haben einmal die Farm besucht, wo wir auch genau sehen konnten, wo die Lebensmittel angepflanzt werden, wie sie angepflanzt werden, wie die Bäume aussehen und so weiter. Also es war wirklich toll und genau, so hat man nicht das Gefühl, dass man irgendwas vom Land verpasst und man hat auch nach den Anwendungen noch ganz viel Zeit für eigene Bedürfnisse, also man kann entweder hier in der schönen Anlage einfach sich nur ausruhen, aber man hat auch immer Zeit, mal spazieren zu gehen oder sich ein Rad zu leihen oder den Nationalpark zu besichtigen, der hier ganz in der Nähe ist. Und, oder, was noch ein Riesenvorteil ist, mein Wunsch nach Meer und Strand wurde nämlich doch noch erfüllt, denn das Hotel hat einen Tuk-Tuk-Fahrer engagiert, quasi, der einen immer, wenn man möchte, an den 8 Kilometer entfernten Strand bringt. Und ja, was mich da erwartet hat, hat mich auch total sprachlos gemacht. Es ist nicht nur der lange goldene Sandstrand, der fast menschenleer ist, sondern ja, auch da gibt es wieder einen riesigen Pool, von dem man aus direkt aufs Meer schaut. Und wenn die Wellen mal so wild sind, dass man dann da baden gehen kann. Und ja, so, man merkt, hier ist wirklich, wird sich ganz viel Gedanken gemacht. Ja, dass es den Gästen gut geht. Und das Essen muss ich natürlich auch noch erwähnen. Das ist für mich ein Riesenhighlight hier. Der Arzt sagt, dass im Ayurvedischen die Nahrungsaufnahme eigentlich Medizin ist.
Und ja, wenn das derart dargeboten wird in Medizin, dann bin ich gerne bereit, sie jeden Tag zu mir zu nehmen. Denn also man bekommt eigentlich ganz fantasievolle Gerichte als Kunstwerke präsentiert und es schmeckt nicht nur gut und es ist gesund, sondern ja, es ist einfach, es tut allen richtig gut und ja, es wird auf individuelle Bedürfnisse eingegangen. Ich bekomme zum Beispiel vegane Kost, so wie ich das auch zu Hause esse und genau, da werden einem viele Wünsche erfüllt und ja, eigentlich kann ich wie gesagt nur schwärmen. Das Tolle ist wirklich, dass es hier eine Oase ist. Man ist so viel von der Natur umgeben und ja, es ist für mich, stimmt hier einfach alles und ich finde, es ist ein ganz wundervoller Ort und kann den nur weiterempfehlen und das einzig Doofe ist, dass man bald wieder abreisen muss, aber man kann ja wiederkommen und das werde ich ganz bestimmt und ja, ich bedanke mich schon mal für alle, die hier das alles ermöglichen.